wenn ich mir die Hände in Unschuld wasche oder eine weiße Weste habe, wenn etwas eine saubere Sache ist, dann sind wir schon ganz tief in der Sprache und in unserer eigenen Kultur drin. Und das Thema Hygiene beschäftigt uns weltweit seit Jahrtausenden. Da geht es nämlich den Alben auch noch gerade um die Reinigung von Seele und Geist. Also, wisch nur schön gründlich deine Hände. Und nicht vergessen, eine Hand wäscht die andere. Wir beginnen in der Ausstellung mit einer Handlung. Also die Leute, die Besucher sind aufgefordert oder eingeladen, sich die Hände zu waschen und sich in diesem Zusammenhang Gedanken zu machen, angeleitet von einer Audiostimme. Wir haben in Lenzburg das Glück, dass wir einen alten Industrieschauplatz noch erhalten haben, ein Nebengebäude der ursprünglichen alten Seifenfabrik. Und jetzt können wir zum ersten Mal die Geschichte der Seife in der Seife Lenzburg zeigen. Eingeladen sind sie dann in die Ausstellung einzutauchen und dort die Kulturgeschichte der Seife zu entdecken. Eine Ausstellung, die nachhalt. Es ist ein Produkt, wie gesagt, das man immer wieder in den Händen hält, zum Alltag gehört, jetzt umso mehr. Und wird, denke ich, auch die Wahrnehmung dieses Produkts verändern. Für die Ausstellung haben wir extra eine Seife hergestellt mit drei Duftnoten, Lenzburger Rose, Lenzburger Blau und Lenzburger Wald. Die Seife ist handgesiedet, 100% biologisch. Ja, da hast du, das ist das Schönste. Jetzt brauchen wir 5 Tropfen von der Farbe und 5 Tropfen vom Öl. Zu der ganzen Ausstellung gehört auch ein Mitmachangebot. Wir haben ein Seifenlabor eingerichtet, wo auch die jungen Besucher besonders eingeladen sind, Hand anzulegen, selber Seifen zu kneten, etwas über den pH-Wert zu erfahren oder zu erforschen und den Lotus-Effekt zu testen.